Quad zu sehen. Das soll Ist sich so auch mal geil. cool haben. Das einzige Mal. So, was soll's. Muss warten, bis du die Quest mit dem Besen, mit der Besenstunde kriegst. Dann also kannst du jetzt. fliegen. So, jetzt habe ich eine Seite, da bin ich an uns die Barins da. Okay. Aber hier ist auch eins. Hier ist nochmal eins. Okay. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich weiß, dass du nicht so weit bist dafür. La. Das habe ich vorher doch vorher funktioniert. Na, dann decken wir hier schon mal ein bisschen die Karte auf. Das ist wunderbar. Tun wir das hier markieren. Ich muss mehrmals Überlegungen machen. 4 von 15 Stück. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich die jemand schon suchen. Ich guck mal, ob ich ja was finde. Ich nehme, wenn ich nicht eine Mission finde, dann bin ich in der Mission dann verschwunden. Aber eigentlich könnte ich das auch eigentlich nicht darauf lustig einzustellen für meine YouTube-Aufnahme, dass ich alles über Fernsehen höre. Aber bei mir ist es eigentlich gar nicht mehr. Bei mir. Wenn es in den Labersitz kommt und einer. Und ich bin. Und ich höre das über Hörsitzkopf, aber es war eigentlich mir egal. Weil ich werde richtig lange brauchen, bis ich das hinbekomme, in eine Stunde und sowas einzustellen. Deswegen lasse ich das immer sowas. Aber dann ist es auch für meinen YouTube-Kanal ein bisschen noch mehr interessant und lustig. Halt. Das stelle ich mir jetzt halt so vor. Ach, da hast du meins gefunden? Gut, okay, warte. Ich will Rillium machen. Was mache ich als im Rillium? Arthrozauber aussprechen. Junge, ich will Rillium aussprechen, nicht Arthrozauber. Junge. Sag mal. Bei den einen da draußen war auch sowas gewesen. Hey, wieso ist es verschlossen? Achso, ich hatte ja eigentlich raus, das war schon vorher zu gewesen. Hm. Ich dachte, ich hatte da auch schon rausgehen. Zu den einen. Oder. So, jetzt muss ich wieder rumgucken. So. Weil draußen. Ah, nee, der Mal schon. Da hab ich mal was rausgeholt. Hm. Aus die Kiste da. Wo ich die Tür aufgemacht habe mit die Eule. Die Rätsel muss ich auch mal gucken, wie die Rätseltüre funktionieren. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Wo haben wir denn den Bums? Da unten. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich will eigentlich raus um den einen. Aber ich muss jetzt die richtige Weg finden. Die Tür muss doch nach draußen führen. Ich wollte nicht fragen, was die verkauft. Ich wollte gehen. Na, ich wollte nicht. Ne, ich wollte nicht. Die Weg nach draußen. Jetzt bin ich hier. Ja, da brauche ich wieder Hallo Romora. Hallo Romora. Da ist eine Truhe. Truhe ist immer gut. Her damit. Her damit. Her damit. Ich kann doch nicht wahr sein. So. Wo ist denn die Scheiße jetzt? Wo ist denn nochmal der. Warte, was? Rezeptbuch von einem Zaubertrank. Ja, das ist doch geil. Wo ist denn das jetzt? Ich gebe gern Bescheid. Aber warum denn hier so eine Schnellreise, die ich mal eben aktivieren kann? Ja, ich will gerade gucken. Weil ich will ja eigentlich um die Ecke hier.
Alter. Jetzt hab ich die gefunden. Jetzt hab ich die gefunden, dahin, wo ich hin wollte. Warte, hier muss auch nicht was sein. Identifizierbarer Gegenstand Hand. Nein, komm schon. Oder war das auf die Seite? Nicht mit ihnen unterhalten, sonst will ich die nicht. Ich will nur gucken. Levion, hallo, ich bin Levion, ich komm aus hier rein. Den kann man übrigens auch machen, wenn man auf dem Besen sitzt. Kleine Info am Rande. Weißt du das auch schon mal, aber? Ja, hier ist es. Hier ist die unsichtbare Seite. Hinter den Leinen. Ich habe die Aufgabe erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, danke, ja. Zauberstab bereit. Eigentlich eigentlich wollte ich das eine machen. Aha, scheiße. Fahrt. Oh, nochmal, ich habe mich verkratzt. Junge, ich muss das schnell drücken. Ah, Junge, ich bin zu langsam. Eigentlich wollte ich die eine unsichtbare Seite aufsammeln und nicht mit den einen unterhalten. Ah ja. Junge. Hätchen. Komm schon. Ja. Gut, dann zurück nach Hogsmeade. Okay, nochmal. Okay, warte. Und jetzt. Ich habe es gleich erreicht, den Zauberspruch. Jetzt habe ich den neuen Zauberspruch erreicht. Endlich. Jetzt habe ich einen neuen Zauberspruch entlernt. Na, wie heißt denn der? Da ist irgendwie so ein Hammer-Symbol mit dem noch mit dabei. Und Zauberstab. Ah, da kann ich sagen, ja. Das kann ich so eine Brücke bauen damit. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das reparieren, reparieren. Die Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Ja. Gut. Dann sehen wir mal wie eine Statue. Die muss ich glaube, wo ein Flur steht. Und das ist die eine Mission, eigentlich freizuschalten, die vorher beschlossen war. Oh, hier ist eine Katze. Komm, ich schau mal kurz, wer die Katze ist. Streich die mal kurz mal. Ich werde die Katze nicht mehr weglaufen. Das wäre cool, dass wir einfach hier Katzen rumlaufen. Okay. Ich lasse mich nicht, aber nicht mal für die Katzen ablenken. Ich muss mal gucken, wenn ich wissen, wie man hinlaufen muss. Warte. Okay, ich habe jetzt ein Mädchen gefunden und sind in einen hingekommen. Und haben nebenbei noch eine Mission gestartet. Ah, bei der Prepario und Zauber habe ich auch gerade eben damit die Tür aufgemacht, gerade eben. Komm ich schnell. Dass wir endlich erfahren haben, warum okay. Dieses Porträt leer war. So, jetzt will ich nochmal. Wo ist die Karte? Warte, ich muss in die andere Richtung laufen. Hogwarts, Raum der Wünsche. Ach ja, ich weiß ja, wo ich hinlaufen muss jetzt. Ich bin mal nach Ipswich und zurückgeflogen. Aber das ist ja cool, wenn es dritte stehen würde. Mit einem Update. Das ist nämlich ein drittes Mal dem, das ist ja schon cool. Ja. Ich laufe hier gerade hier vorbei und eine Ritter wird von einem anderen Ritter gerade erstmal rein verbrütet, weil der gerade eben gesummen hat. Der ist gerade am Zinnen. Der andere, was macht der andere Ritter? Schlatt auf seinen Nebenpartner ein. So. Ah ja, da ist die. Ich will. Hallo, suchst du nach mir? Ja, natürlich suche ich nach dir. Natti,
Hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. So, jetzt darf ich mal die Dorfformel anschauen. Endlich mal die Dorf anschauen. Das sieht fresh aus. So. So. Ich habe leider kein Modul zum Sachen zum Schneiden Programm, wo ich Sachen schneiden kann. Deswegen lasse ich ja. Das ist ein Programm, wo ich Videos schneiden kann, ist. Auf mein Handy hier habe ich ein eigenes Schreibprogramm, aber manchmal hat er auch manchmal so eigene Probleme. Und dann kann ich. Das schlägt sich auch ein Schreibprogramm. Das ist schon cool, wenn ich irgendwann einen Livestream mache. Dann lasse ich den immer komisch aussieht, wenn ich irgendwas was anderes mache. Schöner Brunnen! So, jetzt bin ich ganz draußen angekommen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Dann, wie gehe ich jetzt vor? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Okay. Mach ich die Hauptstory mal. Ja, ich mach die auch Draht. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt. Ja, drin, einfach Klammer mit Butterbier trinken. Ich frage mich gerade, wie das schmecken würde. Butterbier. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Weißt du, dann habe ich gestern auch mich auch gefragt. Ist das jetzt so ein Glas Bier mit ein Stück Butter drin oder was? Ausgewählt hat. Ja. Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, so kann man sich alle die vorstellen. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Und ich bin verboten im Wald. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Wo können wir denn die Kälte unterwegs eine Schnellreise? Aber ich da musste sind mich wir. Erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee dann aufgewachsen. Dann werde ich erstmal hierhin fliegen wegen Schnellreise. Wo? Da. Wie weit müssen wir noch laufen? Oh, warte, da drüben. Zu weit. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, der was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. So. Jetzt können wir auch die Kräfte verwendet werden, die alle fliegen und ja. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas Hippogreife aus dem verbotenen Wald da vorne! Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Dann fliegen wir dahin. Und hier, ich sehe den gerade Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Ja, die kannst du ja später einfangen. Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Deswegen war der Name ist auch verlockender verbotener Wald. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Ja, alles was verboten ist, ist doch geil. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du hier ziemlich neu bist. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Würde ich auch empfehlen, wenn du zu einer Mission rüberfliegen musst irgendwann, dass du die Schnellreisen, die da vorkommen, mitnimmst, ne? Damit du da immer schön schnell... Ja, ich habe... Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Da habe ich gerade keine Schnellreise gebraucht. Alles war so... neu und fremd. Das hätte ich mal eine Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingewöhnt? Ich laufe dort, aber ich lande hier. Ich vermisse meine Heimat. Aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen.
So, jetzt habe ich ein paar Schnellreisen gemacht. Und jetzt fahren wir zu der Hauptmission rüber. Ja, hat das auf jeden Fall. Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Auf jeden Fall wird es ein. Auf jeden Fall wird es ein Haus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie Hogwarts? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Kommt eigentlich mal drauf an, wie schwer man sich die Mission macht. Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Ach, die Mission ist halt, oh Gott. Schnellreise, ja. Da. Armer Mr. Moon. Ja, der arme Mr. Moon. Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ja, aber. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gehabt, oder wie? Wir sind fast da. Danke. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Oh ja, ich hätte ja auch gerne Lust, auf mehr Erkundungstour gehen. Gut zu wissen, Natti. Warum nicht? Danke. Noch mehr davon. Da ist mal die innere Erkundigen. So, bitte finden wir. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Oh, im Honigtopf krieg ich alle Süßigkeiten, die ich mir vorstellen kann. Ich habe hier Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Und das andere ist ein Butterbier. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... einen Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Oh ja, ich freue mich auf meinen Zauberstab. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Willst du wissen, wen ich genommen habe? Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Ja, ich habe klassisch genommen. Wenn du fertig bist. In schwarz. So, es war... viel Spaß. Ja, wir sehen uns später. Danke. So. Jetzt habe ich die Karte hier. Von Stadt ja. Ich habe mir vorher beim Vorbeilaufen habe ich irgendwo ein unsichtbares Seite gesehen. Was werde ich die noch mal finden werde. Ich habe vorher eine unsichtbare Seite gefunden, aber ich weiß nicht, welche Richtung das nochmal war. Ich will erstmal die Stadt hier, erstmal die Dorf hier mal erkundigen. Also ich will erstmal erkundigen und dann die Sachen besorgen, was ich besorgen muss. Oh, jetzt laufe ich mal wieder vorbei. Ich werde looten, das wollen wir mal sehen, du Affe. Okay. Ich will mal erstmal für kurz mal gucken. Ey, das war die falsche Knopf, falsche Taste. Ich geh erstmal süß. Ich geh erstmal dahin. Ich hol erstmal meinen eigenen Zauberstab. Das ist. Ich würde gerne am Alchemiezentrum. Wo ich mal mattiert habe, aber. Naja. Die Stadt ist aber eine wunderschöne Stadt. Oh, ich habe eine Münze gefunden. Ich habe den zweiten, aber ich.
Ah, es sind ja auch nicht mehr 30 gefunden. Schon aktiviert. Jetzt war sie mal verschlossen. Ah. Immer schön alles mitnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ich geh mal hier hin. Aber irgendwo müssen doch die Sache sein, wo ich ja besorgen muss. Ich tat einfach so, als hätte jemand. So. So, eine Katze, Hallöchen. So, was ist das hier? Hallo, Sir? Hey. Ich will. Oh, Schlüssel. Das drinnen. Oh, ich habe hier eine offenbare Seite entdeckt. Wunderbar. Aber jedes Mal ist es. Wenn ich das ausführen will, kommt der falsche Sub auf. Ich führe den richtigen Sub aus, aber kommt immer der falsche raus. Rebellio, Akku. Rebellio, Akku. Ich habe das falsche Aufschritt gleichzeitig benutzt. Warum nicht? Okay. Dann laufe ich mal hier rum. Ja, ich würde das schon finden. Ja. Spuren alter Magie. Ich guck mal einfach, wo ich rein kann. Spuren alter Magie. Ach, die Alter, hat er mich mal, hat er mich erschrocken. Alles klar. Nochmal. Ja, das nochmal da runter, stimmt. Ja, komm schon. Willi. Ich starte. Reparo. Akio. Rebellio. Geht doch. Ne, wie lange brauche ich denn für den Rebellio und Zauber? Für was für einen Zauber? Rebellio und gerade eben, weil ich den für dich gebraucht habe, den auszuführen eigentlich. So. Kann ich hier reingehen? Guck mal, ist das verschlossen? Ja. Also will ich Sachen finden, wo. Was habe ich denn hier? Okay.
Aus dem Nichts kommt einfach mal eine Treppenstufe. Ganz normal. Eigentlich wollte ich dorthin, ich guck mich hier um. Hab was gefunden. Aber eigentlich will ich nach meiner alten Zauberstadt gucken, wo ich den finden kann. Du musst in Hogsmeade zu Ollivander. Geil. Aber einmal ausgewählt, du kannst den Zauberstab nicht mehr ändern danach, ne? Also mit Bedacht. Ja, ich muss immer Bedacht wählen. Also ich würde klassisch nehmen, ist schön gerade. Ist nicht so verschnörkelt. Ich würde auch klassisch nehmen, aber ich lasse mal den richtigen. Aber ich will das mal echt gucken. Ich bin eigentlich den finden werde. Ich muss aber was dem, dass ich den Zauberstabladen du finden werde. Mein Vater lehrte mich. So, erstmal hier aufgeräumt. Und ich ist da gelandet, glaubt aber mal. Oh. Ach, nicht Experience, Akio. Ja. Da bin ich jetzt gerade gelandet. Okay. Was so gut. Also bitte ich den. So. Hallo? Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler, also. Lass mal die Zauberweise abholen. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Okay. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Okay, jetzt habe ich hier was für die Schaubertränke. Die brauchst du. Okay. Okay, warte kurz. Ja, ich komme. Bis gleich. Ich nehme das ja. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, es interessiert mich alles, aber ist alles sehr teuer. Ja. Tut mir leid, ist aber alles sehr teuer. Was haben wir hier? Oh. Ja.
Warte. Bei... Achso, bei dir war ich schon. Sorry. Ich wollte nichts bauen. Du, das habe ich nicht wiederholt. Klavier. Wo ist denn das jetzt? Hoppala! Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Hallo? Ist hier jemand? Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ach, die Zauberstäbel. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen. Ach, er geht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. So, ja. Ich nehme gleich den Zauberstab an mich. Nehmen wir mal den Zauberstab an mich. Obwohl.
wirklich interessant. Yes, boys. Faszinierend. Wirklich interessant. Ja, das ist mein Zauberstab. Was meinen Sie? Na, so ein Zauberstab habe ich mir immer vorgestellt. Und? Ist eine gute Zauberwörterlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Natürlich. Und ein Phönix-Federkern ist schrecklich wählerisch. In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, sehr gerne. So, aber ich mache am nächsten Part weiter. Ich habe jetzt einen Zauberstab.